Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer Folge Bausimulator, Construction Simulator, die 2 vom Bau. Nochmal einmal ohne den Bodo Bagger. Und zwar habe ich noch schnell einen Zwischenauftrag gekriegt. Aber weißt du jetzt, wo ich lang soll oder weißt du es nicht? Und zwar sollen wir was für ein Herbstfest fertig machen. Das mache ich jetzt einmal zwischendurch. Das wird auch nur eine Folge, egal wie lang die jetzt wird. Und dafür müssen wir jetzt erstmal zum Baustoffhandel und müssen Dixie-Klos holen. Oder welche Firmen es da noch so gibt. Aber man kennt die im Allgemeinen unter Dixie-Klos. Da gibt es natürlich noch andere Hersteller, aber naja, wir kennen das, gell? So. Wo führt er uns denn zum Baustoffhandel? Es wird doch wieder eine Irrfahrt sondergleichen, oder? Wie sehe ich das? Wollen wir eben auf die Karte gucken, wo der uns hinschickt? Warte mal, Leute. Ja, da ist der Auftrag. Und weiter, ihr habt doch einen Haschmich. Wenn ich, ganz ehrlich, Lieferauftrag, ich muss das liefern. Weißt du, da fahre ich jetzt erstmal zum Baustoffhandel und kauft das Zeug direkt ein. Was soll denn der Käse, dass ich jetzt, echt. Wenn man nicht alles nachguckt, wa? Kann ich hier wenden? So wenden in 500 Zügen oder so ähnlich. Warte, gleich stehe ich irgendwie quer auf der Straße und komme. Oh nee, das könnte klappen. Ich glaube, nach dem letzten Update haben die irgendwas am Force Feedback gemacht. Ich habe viel mehr Lenkwiderstand. Cool. Muss auch einen Blinker einstellen. Irgendwie funktioniert der gar nicht. So die üblichen Tasten, wisst ihr? Gut. Weil wir müssen Toiletten liefern, wir müssen Strohballen liefern. Ach, ich weiß nicht, was noch alles. Ab der nächsten Woche ist dann auch wieder der Bodo Bagger mit dabei. Ist umgezogen, der hat seinen Internetanschluss. Eigentlich ganz cool, Kabelanschluss, was hat er gesagt? 250.000 mit 50er Upstream. Das ist schon nicht schlecht, wenn ich hier in Berlin zu Pure gehe. Vodafone kann nicht oder darf nicht, das ist hier irgendwie aufgeteilt. Gerade Hausnummern macht Vodafone und gerade Hausnummern macht Pure. Pure bietet erst bei 1000 Downstream ein 50er Upload an, ansonsten hast du nur 15. Von daher bleibe ich lieber bei meinem 100er DSL und habe Maximum 40 und aktuell, ich glaube, 36. So sieht das aus in etwa, ja. Genau. Nee, die haben nach dem Update echt was getan. Also ich muss sagen, auch dieses Leerlenken ist irgendwie weg. Ich habe ja gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn das Ganze ausgeschlagen ist. Das ist irgendwie, obwohl so richtig rund steht das Lenkrad immer noch nicht. Da muss ich irgendwie nochmal gucken. Ja, kann man machen. Biege ich jetzt eben rechts ab. Hier ist der Baustoffonkel. Ich weiß gar nicht, können wir uns hier drauf stellen? Ich glaube, wir können uns hier auf die Ladefläche stellen. Das machen wir einfach mal. Und dann gucken wir mal, was wir mitkriegen. Also auf jeden Fall als erstes mal Scheißhäuser. So. Scheißhäuser. Wo ist denn hier der Eingang? Lalala. Hallo? Habe ich jetzt dumm oder was? Da. So. Das ist, glaube ich, das Erste. Zur Kasse.
Hof automatisch beladen, kaufen. Aber bist du blöde oder was? Ich soll auf den LKW, den ich jetzt hier habe, kriege ich keine vier Dixie-Klos drauf oder was? Ihr habt doch echt einen Hasch mich. Dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir es ganz anders. Pass auf. So, vier Stück, dann ein Generator. Ah, warte mal. Halt. Das gehört da bestimmt nicht hin. Der Generator könnte dahin gehören. So, pass auf. Zur Kasse. So ein Blödsinn. Ich zeig euch mal was. So, pass auf. Wir haben in dem den Job. Lieferauftrag. Was ist das? Pritschenwagen mit Kran, oder? Ein Pritschenwagen mit Kran. Vier Toiletten. So, pass auf. Und wir haben hier was? Wir haben hier einen Pritschenwagen mit Kran. Ist das cool? Leckt's mir doch eine Fies, Wurst. Pass auf, dann machen wir es ganz anders. Dann könnt ihr jetzt erstmal die Toiletten zur Kasse, zur Baustelle liefern und kaufen. So, jetzt müsste der erste Abschnitt theoretisch schon weg sein. So, die stehen jetzt auf der Toilette, die müssen da wahrscheinlich irgendwo hingepackt werden. Materiallieferung. Okay, Metallbauteile, Generator. Okay. Holz, Holzbalken. Okay. Generator. Metallbauteile. Holz. Holzbalken. So, da machen wir jetzt nämlich auch kurz einen Prozess, weil ich ja sowieso nicht das richtige Fahrzeug habe. So, das ist jetzt auch da. Echt, ey. Das sind jetzt Materiallieferungen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Wir sind jetzt faul, ganz ehrlich. Wenn die zu blöd sind, uns das aufzuladen, dann machen wir das jetzt einfach. Wir werden hier einmal zu unserer Firma fahren oder per Schnellreise hinfahren. Und weiß nicht, warum der nicht gehen soll, ey, ganz ehrlich. So, wo haben wir denn einen Mobilkran? Wir haben doch so viele davon, gell? Sind die alle eingelagert oder was ist damit? So, Firma. Fuhrpark. Fahrzeughalle. Oh, ganze Kräne hin. Wir haben doch so viele Mobilfunkkräne. Genau, wir haben Mobilfunkkräne, richtig. So, wo ist der? Ein großer, oder? Richtig. Gucken, wo der steht. Okay, den lassen wir hier auch stehen. So, Fuhrpark. Das ist nämlich. Und hier ist der andere große Einschein. Das ist nämlich der Ballonbauplatz. Da mache ich dann mit dem Bodo Bagger zusammen weiter. Genau. Warum habe ich den eben nicht. Vor allen Dingen, wieso steht der hier beim Händler? Oh, Mann, Mann, ganz ehrlich. So, wir wollen da nicht zum Baustoffhandel, sondern wir wollen zu einer Baustelle.
Sind die überhaupt? Da. Da wollen wir hin. Und da fahren wir jetzt auch hin. So, mal gucken, wie wir hier rauskommen aus dem. So. Die machen es reichlich kompliziert, ganz ehrlich. Ich meine, wir werden für diese Dinger, da hätten wir wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht. Ich nehme mal an, da hätte wahrscheinlich auch der Teleskoplader für gebraucht. Aber es ist egal, wir wollen ein bisschen was sehen hier. So. Und ich muss die Einstellung angucken bezüglich Blinker. Also ich finde, die Lenkung ist straffer geworden. Das gefällt mir. Jedenfalls mehr Druck als im Landwirtschaftssimulator. So. Ach, das ist ja auch mal schön, ohne den Bodo zu arbeiten, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben ja den Tower. Haben wir ja im 0, nix fertig gehabt, ne? Das ist, da sieht man dann schon, wer arbeiten kann, ne? Ja, und dann kommt am 14. das Update. Sprich neue Maschinen und hast du nicht gesehen. Junge, Junge, ist das eine Kurverei hier. So, hier rein und jetzt wieder hier rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich nehme alle möglichen Schilder mit. Weißt du was? Haben sie gar nicht gemerkt. Haha. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich gleich da sein, oder? Ich hoffe mal, dass der mich nicht zum Flugplatz lotst. Sieht nicht so aus. Okay. Wunderbar. Ja, Lieferaufträge heißt im Grunde genommen immer, also nicht unbedingt selber fahren das Zeug, sondern wirklich vom Sammelplatz auf der Baustelle. Vom Sammelplatz auf der Baustelle das Zeug dann. Genau, der ist da vorne. Dann würde ich fast behaupten, ach, Schund. Ah, oh, Leute, Materialien. Also da müssen sie definitiv auch was dran machen. Und zwar, wir brauchen den. Können eigentlich alle einlagern. Warenausgabe. So, Lager. Warenausgabe, liefern an Job 2 akzeptieren.
Das ist schon mal das. Wo ist denn der Rest jetzt hin? Warenlager. Wir hatten dann den. Welt. So. Jetzt haben wir diese Sachen eingelagert. Das Zeug ist draußen. Jetzt gehen wir ins Lager. Eins, vier und das da. Warenausgabe. Liefern an Job 2. Akzeptieren. Mein Gott, wenn du da nicht aufpasst, ne? Aber jetzt ist das ganze Zeug, wo es hin soll. Wechselt der nicht mehr Auto? Ach so, Stützfüße sind blockiert. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Durch was sind die blockiert? Durch so einen blöden Kürbis oder was? Also, da der. Ja, aber das Problem ist, hier sind Stromleitungen. Hier kannst du dich nicht mal einfach irgendwo hinstellen. Versuche mich mal jetzt hier hinzustellen. Mal gucken, ob das geht. Gucken, ob die Stützfüße da auch blockiert sind. Nö, tatsächlich nicht. Jetzt stehen wir natürlich so weit. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Ach so, warte mal, das Zeug ist ja hier vorne. So, das ist der Generator. Wo soll denn der hin? Nirgendwo, wa? Noch nirgendwo. Doch, da vorne. Guck mal. Schön durch den Baum ziehen hier. Müsste eigentlich der Generator sein. Junge, was hat das jetzt schon wieder Zeit gekostet hier? Unmöglich. So. Was jetzt dieses komische Ding vom Kran hier soll, weiß ich nicht so genau. Aber egal, wir machen das jetzt erstmal fertig. Lass stehen das Ding da, das lagere ich nachher wieder ein. Dann ist. Und dann ist das schick. So. Ja, das mit dem Joystick steuern wäre natürlich schön. Ich muss mal gucken, ob ich mir da einen anderen besorge. Den ich hier hatte oder habe, der ist so, ja, wie soll ich sagen? Ich habe gedacht, wenn ich vorne den, da ist, oder fangen wir anders an, da ist vorne so ein Ding dran, so ein Regler, sagen wir mal. Der hat keine Mittenzentrierung. Und nur wenn der mittig ist, schickt er kein Signal raus. So, wofür braucht er das? Das Ding ist,
Das Ding ist, wenn der ein Signal rausschickt, obwohl es nicht gebraucht wird, fängt zum Beispiel im Landwirtschaftssimulator das Mannequin an, sich zu drehen. Das ist natürlich irgendwie unschön, sagen wir mal so. Und was brauchen wir jetzt? Sag mal, mir fällt gerade was auf. Wir haben doch Warenlager. 5 Toiletten. Also den schon mal einlagern. 5 Toiletten. Davon, die ziehen wir mal alle rein. So, jetzt sind wir hier im Lager. Wir brauchen 4 Stück. Warenausgabe. Job 2. Akzeptieren. Gerade gewundert, wo die ganzen Toiletten sind. So, jetzt ist die Frage. Ist die Frage. Dass das Richtige? Ja, sieht so aus, wa? Ach, da muss auch noch einer hingucken, mal. Da fehlt. Da kommt dann der Letzte hin. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so. Ja, von daher will ich mir irgendwie noch einen anderen besorgen, mit dem das dann hoffentlich besser klappt. Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade irgendwie Material von einer anderen Baustelle geklaut oder so. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Das überhaupt das, was wir brauchen? Wird denn hier eigentlich gebaut? Ein Zelt? Okay. Das ist schon mal nicht, was wir brauchen. Werde ich jetzt auch mal ganz weit wegstellen. Ja, ich sehe schon, das wird eine. Wird eine längere Nummer heute. Kinder, Kinder, Kinder. Nehmen wir das wahr. Nee, da muss ich mal sehen, ob ich das mache. Ich meine, gerade für so Kranarbeiten. Ups. Wäre das natürlich perfekt, ne? Kranbagger oder sowas. Was muss denn hier hin, verdammt nochmal? Die Metallbauteile, wo sind die denn? Da. Kann das la auf umladen? Von so ein paar Sachen so lange dauern. Ne, die Breiten gebraucht hier. Die habe ich total ignoriert irgendwie.
Das sollte jetzt auch passen. Genau. So, bevor wir den ganzen Kram auspacken, werde ich aber noch eben die vier Toiletten da hinstellen. Ja, gleich da hinstellen können, ganz ehrlich. Naja, mal gucken, was das für ein Herbstfest wird. Aber ich denke mal, hier unseren Bausimulator als LRP, den wird es noch eine ganze Weile geben. Einfach aus dem Grund, es kommt jetzt schon wieder ein Update, es kommt eine neue Karte, es kommt in diesem Jahr noch eine neue, komplett neue Mission. Und da dürfen wir alle sehr gespannt sein. Die neue Mission wird uns dann auch auf eine andere Karte leiten, tatsächlich. Ich meine, als erstes liegt uns natürlich daran, dass wir hier die, ich sag jetzt mal, die europäische Karte fertig machen. Nee, nicht F. Ich habe so das Gefühl, diese Speicherlecks, die sich hier entsprechend eingeschlichen haben, wo wirklich ja sekundenlang das Bild stillstand, dass sich das auch irgendwie gelegt hat. Ich habe jetzt bewusst ein Multiplayer-Game aufgemacht. So, und ich gucke jetzt auch nicht auf die Uhrzeit oder wie lange wir brauchen. Wir werden dieses Projekt jetzt wirklich als eine Folge durchziehen. So. Jetzt will er, dass ich Sachen auspacke, wa? Na komm. Wird das heute noch? Oder? Ach so, haben sie das geplant. Ah, okay. Aha. Ja. Kann man machen, wa? So, und was will er jetzt? Landschaftsgeschalter, Lieferpalette Holz. Warum macht er die? Haben wir ja noch. Heuballenlieferung, die kommt dann auch noch. Und Auspacken und Heuballenlieferung. Okay, warte mal. Können wir denn hier überhaupt irgendwo auspacken? Weil er leitet mich jetzt hier hin. Hoppala. Okay. Die werden wahrscheinlich auch mit dem Kran geholt werden müssen. Nehme ich mal so an. Wo sollen das Holz noch hin? Egal. So. Ach, da hinten soll das Holz hin. Ah, okay. Müssen wir die alle dahin packen?
Oh, ein bisschen was zu tun, wa? Hoppala. Aber ich glaube, die Entscheidung, hier wirklich einen Mobilkran zu nehmen, war goldrichtig. Kann das sein, dass hier der Flugplatz in der Nähe ist? Weil das ist ja eindeutig ein Flugzeug. So, jetzt aber. Noch nee, was war das? Palette Holz, war? Schön mit den Haken, mit dem Haken in die Stromleitung. Jetzt Palette Holz, die kleine oder die große? Die kleine, würde ich sagen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, wenn die am Wochenende feiern wollen, nicht, dann muss das natürlich fertig sein, völlig klar. So. Wieder auspacken. Wir sind schon bei 33 Minuten, meine Güte. Aber egal, das ist mal eine XXL-Folge auf dem Sonntag. Das kann man ja auch mal machen. So, okay, jetzt wollen sie noch mehr Heuballen hier hin haben. Strohballen. Heuballen. Wie komme ich denn auf Heuballen? Hör mal, als Nichtlandwirt solltest du aber Heuballen von Strohballen unterscheiden können. Gut. Genau. Aber jetzt erstmal nur die Runden, war ja. Eckigen kommen dann wahrscheinlich auch noch irgendwo hin. Nehme ich zumindest mal an. Ich schmeiß den erst da hinten hin. Das ist der, der am weitesten weg ist.
Kommt der nicht weiter raus oder was? Ich glaube, der ist ganz ausgeschoben. So, meine Güte, ne, was für eine Rangiererei. Ist ja schlimm. Aber ganz ehrlich, diese Ballen, ne, die hätte doch jetzt auch ein Landwirt eben mit dem Traktor dahin fahren können, oder? So, was noch? Und nu? Da steht irgendwas von 361 Metern. Ne, 370. Nochmal, was bitte? Liefere Heuballen. Das haben wir ja gemacht. 9 von 3. Aber hier wird doch gar nichts mehr angemerkt, wo noch welche hin sollen. Ich muss jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht allen Ernstes von hier aus Strohballen nach da hinten liefern, oder wie? So, 207 Meter. Irgendwas muss ja hier sein. Blatt. Also hier sollen drei Ballen hin. Dann würde ich mal sagen, wir machen das jetzt auf die Schnelle. Da werde ich jetzt nicht großartig rumfackeln, einsteigen. Hatte doch eben den Pritschenwagen mit Kran, oder? Bei dem Ding, dass er mir gesagt hat, okay, so ist das. Auch hier machen wir jetzt eben die Schnellreise. Pass auf. Nee, da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Machen wir das aber anders. Pass auf.
Und zwar, genau. Drei Stück, ja. Na, oh, was richtig Wildes hier, du. Mann, 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 Mann. Jo, so. Pass auf. Weil das andere, da haben wir gleich den Pritschenwagen dann für. Und dann wollen wir jetzt mal gucken. Dass wir hier eben drei Ballen auf den Wagen bekommen. Mann, was ist das denn heute wieder mit mir? Das ist ja unglaublich. Heute wieder zu doof, den Kran zu steuern. Scheiße. Ey, es ist doch zum Kotzen heute. Das ist, wenn du von der falschen Seite aus guckst, weißt du? Irgendwie verhält sich aber auch die Kamera ganz komisch, finde ich. Pass auf, der dritte passt nicht mehr drauf. Da fahren wir dann wieder zweimal. Obwohl der locker hier noch. Ja, den würdest du als. Na, gucken wir mal. Meckern wir mal nicht schon vorher. Aber ich befürchte. Nimmt er nicht. Ey, das kannst du echt keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Diese blöde Karre schafft nur zwei Ballen. Mann, was ist das mit der Kamera denn? Verdammt nochmal. Ah, ganz furchtbar geworden. Guck dir das mal an, den Scheiß.
Boah, es geht ja gar nicht. Überhaupt die Kamerasteuerung. Was haben die damit wieder gemacht? Und es ist ja schön, wenn ihr neue Missionen hier einbringt, ne? Aber so einen Schwachsinn dann zu produzieren, ganz ehrlich. Es muss doch nicht sein. So, wo ist überhaupt diese blöde Halle, wo wir hin müssen? Da unten, wa? Kannst dir eine Außenperspektive nicht gucken. Alter. Junge, 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 aber so werden wir auch in der Stunde nicht fertig. So nicht. Wo müssen wir denn hin? Ach so, das war ja hier vorne an der Ecke, wa? So. Hole ich den an? Ach ne, der hängt ja schon am Kran. Alles gut. Ach, laber doch keinen Scheiß. Absetzen nicht möglich, da sich was im Wege befindet. Was für ein Blödsinn. So, jetzt machen wir es nämlich ganz einfach. Pass auf. Holen wir uns jetzt den letzten. Oh. So, wo ist unser Kran und was müssen wir noch durch die Gegend schleppen? Die drei Quad, die vier Quad, nee, drei oder vier Quadratische sind da ja auch noch. Ganz ehrlich, Landwirt mit einer Ballengabel und dann. Ganz ehrlich, da musst du doch keinen Unternehmer für beauftragen. So, eigentlich jetzt nur noch runterlassen, wa? Theoretisch. Und praktisch auch. So, dann. Bringen wir. Das gleiche Thema wieder. Bringen wir den auch noch wieder dahin. Also, das ist
Das ist ähnlich wie bei der Glocke. Das ist genauso ein Mumpitz. Ich weiß nicht, was sie da programmiert haben, aber das ist unschön. Weil so ein Landwirt, der nimmt drei solche Ballen auf einmal auf die Gabel und packt die dahin, weißt du? Das ist alles so ein bisschen, naja. Ach, guck mal, da jemand hat das Schild wieder hingestellt. So. War noch nicht fertig hier. Ach so. Dann haben wir das hier auch gleich schon fertig, wa? Genau, so. Das machen wir wieder einfach. Und Fahrmodus. So. Was müssen wir denn jetzt noch machen hier in diesem zweiten Job? Dauert doch länger, als ich gedacht habe. So, da müssen wir noch Holzbalken liefern und nochmal Heulbeilen und dann auspacken und dann war es das. Cool. Noch ein bisschen Geld gemacht. Ja, gespannt, was wir hier noch machen müssen. Aber es sind schon, also solche Bugs, wenn es neu produziert oder neu gemacht wird, das darf eigentlich nicht sein. Da müsst ihr ein bisschen besser nachprüfen. Ich mag den Bausimulator durchaus. Ich habe den vorher noch nie gespielt. So. Dann würde ich sagen, wir machen als erstes die restlichen Ballen dahin. Fünf Stück. Fünf Stück ist ja nicht so die Welt. Trotzdem wird es mit einer Stunde etwas eng. Da kann man mal sehen, wie lang so ein Bauauftrag werden kann. So. Kleiner vermeintlicher Auftrag. Ne? Einfach nur mal so ein paar Ballen stapeln. Erst die hinteren hier weg. Und dann wird das schick.
Ja, für sowas wäre wirklich, ich sag mal, Teleskoplader und Pixelgabel, das wäre ruckzuck gewesen, ne? Aber die haben wir nicht. Und ich glaube, mit einem anderen oder mit der normalen Stapelgabel wird das nicht funktionieren. Dann holen wir gleich noch den Holz, das Holzpaket dahin. Und das Ding da eben auch schon. Aber ganz ehrlich, Herbstfest. So, was findet hier jetzt statt? Das große Besäufnis oder was ist das? Was ich übrigens auch interessant finden würde, weil da ja auch Kräne für eingesetzt werden. Ein Rummel, wo wir dann zum Beispiel eine Achterbahn aufbauen oder so. Das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Bau zu tun, aber es könnte ja sein, dass der Schausteller zum Beispiel, soll ich sagen, sagt, okay, ein Mitarbeiter von ihm ist krank geworden. Und er braucht jemanden, der ihn da unterstützt. Und dann würden wir so eine Achterbahn oder ein Riesenrad oder sowas aufbauen. Das wäre doch auch cool. Weil das hier ist ja nicht so viel, ne? Na, packt der schon? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt. So, dann noch das Holzding dahin. Dann, wie war das noch? Materialien auspacken und dann war's das, wa? Ja, was weiß ich, der Ort kriegt einen Freizeitpark und da müssen eben Fahrgeschäfte, zum Beispiel Riesenrad und Achterbahn aufgebaut werden. Das ginge auch. Wäre natürlich in erster Linie Kranarbeiten, ne? Na, kriegen wir's. Aber glatt. So. Ups. Ist der denn jetzt gegengestoßen? Da ist doch nix. So. Glaube, zum letzten Mal Material auspacken. Genau, wunderbar. Was müssen wir denn jetzt auch machen?
Auspacken, noch mehr auspacken. Und dann haben wir noch die Nachbesprechung. Und dann war es das. Wo ist denn der andere Auspacker? Nur ein Paket hier hingestellt. Ich weiß gerade nicht, wo ich noch was auspacken soll. Könnte es nicht auch einfach so sein, dass wir das Ding hier verlassen sollen? Setzen wir einfach zurück. Da! Jetzt habe ich den Trigger gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Der war eben nicht zu sehen, oder? Auspacken. So. Ach, das ist das Labyrinth. Ja, wunderbar. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Baustelle verlassen. Und jetzt haben wir noch eine Abschlussbesprechung. Und dann war es das für heute. Schön, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Doch 3 Minuten knapp drüber über die Stunde. Aber macht ja nichts. So. Das war's, das Projekt ist fertig. Ich werde jetzt diese Maschinen noch zum Hof zurückbringen und dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter bei der Ballonbaustelle, beim Ballonstartplatz. Ja, und dann in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut beim Intoxic rein, Link in der Videobeschreibung und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.